So my coach said the preacher should stay. The stage is really good. Had really good lighting. Okay. So we can go on dark. Okay. So maybe a coat of regulars and a coat of 50-50 in the morning. So you, whatever works. But this time I'm a little bit darker than normally, so not as pale. Yeah. I gotcha. All right, hands out. So 5:30 you're gonna be here? Second call, 5:30-ish, 5:35. Okay. Sounds good. Alright, you can get dressed here. Yeah. Yeah, I got. Thanks. You're welcome. Jetzt hat Markus auch die new Shots von mir auf der Kamera. Gutes Gefühl? Ja, auf jeden Fall. Wenn die erste Farbschicht drauf ist, dann weiß man, die Farbe des Kampfes ist drauf und es geht in den Krieg. Also Polako ist Südländer geworden. Ja, ja. Ist es dann die zweite Lobby? Ah ja. Geil gemacht. Ja. Locked and loaded. Morgen Las Vegas. Guckt ihn euch an. Polako am Showday. Gerade noch zweite bzw. dritte Schicht Farbe gekriegt. Die Schminke raufgepackt. Denn Reach Maximum Aesthetic wird am Showday noch einen Ticken extremer gelebt. Und jetzt fahren wir rüber zur Venue. Es ist wie jedes Mal irgendwie. Wir sind ins Hotel gefahren. Ich habe mich hingelegt. Sie hat mich ein bisschen gekrault, muss man auch mal sagen. Ich bin drei Minuten. Ich habe Selbstgespräche geführt, das war echt anstrengend. Ich bin drei Minuten später eingeschlafen und bin einmal aufgewacht in der Nacht aufs Klo gegangen und sonst habe ich durchgepennt. Kein Cardio. Weil Cardio macht dünn und das brauchen wir jetzt nicht. Aber ach so, war hier direkt ein Schlaf? Ja, so. Nee. Aber ein Espresso wäre jetzt gar nicht schlecht. Ja. Kurzer Espresso-Stopp. Yeah, of course, brother. As we said, thank you. Good luck today. I'm going to stay in line right now. Yeah, let's go. That's crazy.
werde es aufheben sogar. Nein, ich werde es aufheben. Backstage am Start mit dem Koffer und ich versuche hier irgendwie rauszukommen. Gott sei Dank hat mich Alice abgeholt. Aber Leute, Alter, erster Countdown, was ist denn da los? Center Stage. Wir battlen um die Top 3 Platzierung, also Treppchen auf dem Mr. Olympia. Das wäre mal eine Ansage. Geisteskrank, was da abging. Also hätte ich nie gedacht, dass es so gemischt wird. Es war absolut episch auf der Bühne, aber es hat alles meinen Erwartungen entsprochen, was die Form angeht, was mein Mindset angeht. Ich war optimal gestimmt, der ganze Tag lief perfekt. Jetzt heißt es ausruhen im Hotelzimmer. Da werden wir die Cam natürlich auch laufen lassen, denn hier ist ziemlich laut, wie ihr hört. Aber ich will jetzt schon mal ein schnelles Dankeschön raushauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit der Vorwahl, habt Eindrücke, Impressionen gesehen. Das Finale wird auf jeden Fall weggerotzt und da wird in der Kür noch mal einer draufgehauen. Zappos Theater, also riesen Eventstadion, 100 Meter lange Bühne. Und da setzen wir heute Abend einfach noch einen drauf und dann haben wir den Mr. Olympia gewürdigt und represented hier für unser Team Germany. Also ja, dankbar jetzt schon mal für jeden Supporter da draußen, war richtig geil. Ich bin, ihr seht jetzt, hyped up, Adrenalin wurde hier direkt gefühlt in die Vene gebolzt, aber ja, ist einfach die Leidenschaft der Sport, Mann, einfach der geilste. Die 17 Wochen Strapazen, auf die ihr mich begleitet habt, haben sich gelohnt und Mann, Alice ist schon am Weinen. Ich habe mir die Mr. Olympia-Medaille überreicht. Die erste, hoffentlich gibt es heute Abend noch eine dickere, die kriegt dann Markus und dann ist er auf einmal weg, verscherbelt die auf Amazon. Aber ne, Freunde, das ist jetzt erstmal, wir schauen mal, ob wir hier rauskommen aus der Menschenmenge und sehen uns dann im Hotel wieder, weil Futter muss rein hier.